Ich würde gerne mich sehr herzlich bedanken für die Einladung, hier mit Herbert zu sprechen, was eigentlich etwas Besonderes ist, denn mit den meisten Künstlern kann man gar nicht sprechen. Der Dichter Rainer Maria Rilke wurde einmal von einem Literaturwissenschaftler gebeten, dass er ihm doch bitte die dritte und vierte Duineser Elegie erklären sollte. Dann hat Rilke gesagt, Sie sind Literaturwissenschaftler und Germanist, ich bin Dichter, machen Sie Ihre Arbeit. Herbert ist anders, mit Herbert kann man reden. Ich habe Herbert, als kurz nachdem ich ihn kennengelernt habe, hat er mich eingeladen, da habe ich in Freiburg ein Seminar über Ethnokunst unterrichtet und hatte ein Dutzend Studenten dabei und Herbert hat uns eingeladen in das Morath-Institut und ich habe mit ihm mich unterhalten, die Studenten haben auch Fragen gestellt und plötzlich sagte eine Studentin, Herr Mayer, Sie reden dauernd über abstrakte Kunst und das sind doch Flaschen und Blumenvasen und Schalen, das war Morandi, nehme ich an, und dann sagte Herbert, Flaschen, Blumenvasen und Schalen, ging hin, hat den Morandi am Barockrahmen genommen und auf den Kopf gestellt und umgekehrt hingehängt und hat gesagt, was sehen Sie jetzt? Und dann sagt das Mädchen, ja, Farbe? Und sagt er, genau, Farbflächen auf der Leinwand verteilt. Das macht ein Maler, ich bin ein Maler, reden wir über Malerei. Herbert kann das und wir haben auch sehr konkrete Fragen dazu natürlich, aber zuerst. Ja, vielleicht. Eins, zwei, drei. Ah, okay. Vielleicht beginne ich auch so, wie wir uns kennengelernt haben. Ich muss sagen, deine Bilder, die du selbst ja als Speicher bezeichnest, Raumspeicher, Zeitspeicher und dergleichen, die habe ich tatsächlich in einer geradezu fühlbaren Dichte erlebt. Und ich habe mich gefragt, wie man das visuell übersetzen kann. Ich meine, natürlich gehen Maler nicht so ran. Maler fragen sich nicht, wie kann ich was darstellen und dann legen sie los, sondern das ergibt sich quasi im Prozess. Aber was ich gleichzeitig bei dir kennengelernt habe, in deinem Atelier, das waren überall diese Figuren. Diese Figuren, die du mitgebracht hattest von deinen Reisen und wir sind auch sehr schnell dann im Gespräch gewesen zu deinen Reisen. Und du bist Globetrotter, also du bist im Prinzip jemand, der lebt, um die Vielfalt der Welt kennenzulernen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Motivation für dich. Und diese Vielfalt dann wieder zu komprimieren und in Malerei umzusetzen, zuerst à la prima und pastos, in großen, in dicken Schichten auf der Leinwand, später, was nicht weniger eindrucksvoll und schwierig war oder mir schwierig schien, in vielen, vielen Farblasuren übereinander. Das habe ich als deine Arbeit erlebt, aber du hast ja immer auch, wenn Leute dich in deinem Atelier besuchten, auch deine Aquarellserien sehen lassen. Und wenn du zum Beispiel in Afrika warst, hast du gesagt, ja, also wenn ich dort bei den Dogon zum Beispiel bin, packe ich nicht die Kamera aus und fotografiere etwas. Wenn mich etwas interessiert, dann greife ich zum Aquarellkasten und aquarelliere das. Und tatsächlich habe ich bestimmte Dinge gesehen in dem Zusammenhang, die mich an diese Serie hier erinnern, obwohl sie noch deutlich zeitlich vor dieser Serie liegen. Das heißt, es gibt ein ganz klares Interesse von dir erstmal an der Vielfalt der Kulturen. So habe ich das kennen und schätzen gelernt. Das war auch sofort etwas, wo ich das Gefühl habe, dass es da ähnliche Schwingungen gibt. Also du hast da sozusagen den verhinderten Ethnologen in mir angetriggert und sofort war ich auf deiner Seite. Und gleichzeitig bist du aber auch wirklich sehr reflektiert. Also ich sag mal, das für mich ist das Beispiel, soweit ich das nachvollziehen kann, durch Tagebucheinträge, Briefe und so weiter und so fort, des unreflektierten Künstlers, der sich in ethnologische Zusammenhänge begibt, Max Pechstein, der also glaubte, auf Palau ein Jahr unter Eingeborenen zu leben. Er glaubte tatsächlich, sie würden ihn unter ihm leben lassen. Ja, also er schrieb dann so Briefe nach Hause wie, heute bin ich mit dem Einbaum fischen gewesen. Ich kann das auch schon und so. Ne? Ich glaube, die
Palau-Insulaner hatten da noch eine andere Meinung dazu. Also Max Pechstein ist für mich so das Paradebeispiel für ein extremes Missverständnis, einen neoromantisch-expressionistisch induzierten Eskapismus, also raus aus der eigenen Kultur und dann sofort die andere Kultur schönreden, anders kann man es nicht nennen, und seine eigene Rolle natürlich da auch. Ich meine, dass zum Beispiel, als Max Pechstein auf Palau war, dort schon ganz industriell Guano abgebaut wurde, dass die Inseln zerstört wurden, dass also Kolonialismus dabei war, dieses Paradies, das er da malte und beschrieb, komplett zu zerstören. Davon findet sich bei ihm nichts, das hat er ausgeblendet. Und wenn man sich mit dir unterhält über deine Reisen, über das, was du an Begegnungen in der Welt vorzuweisen hast, dann spürt man das, dass du sehr reflektiert bist, dass du eigentlich auch spürst, was eigentlich Anlass zu Trauer sein muss. Ich glaube, das wäre jetzt sozusagen auch meine Frage auch wieder rum an Sie. Ernsthafte Ethnologen müssen eigentlich Melancholiker sein, oder? Denn was sie beobachten, ist das Verschwinden von Kulturen, nicht einfach nur Kulturen, oder? Ethnologen sind meistens Nostalgiker und werden zu Melancholikern, kann man so sagen. Man spricht schon von der ethnologischen Nostalgie. Und aus diesem Grund fahre ich auch nicht mehr in Dörfer, in denen ich vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren gewesen bin. Das würde ich nicht aushalten. Aber ich wollte Herbert fragen, wenn du gereist bist, dann hast du natürlich die fremden Formen wahrgenommen, ganz oft ohne Kontext. In einem Olmekenkopf gibt es keinen Lebenskontext mehr. Du hast die Formen wahrgenommen und du hast sie alle gleich behandelt. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich eigentlich gleich ist, ob du ein Renaissance-Porträt wiedergibst oder bearbeitest oder eine olmekische Plastik. Das ist schon so, ja. Also mir geht es eigentlich erstmal um Form und erst in zweiter Linie interessiert mich dann der Hintergrund. Ne? Also ich sage immer so, das ist mein Hobby. Mhm. Ethnologie ist dann mein Hobby. Und eigentlich geht's. Ich gucke mir natürlich als Maler oder als Zeichner nur die Form an, erstmal. Ja? Und klar, wenn ich jetzt in so einem Volk bin wie bei den Dogon oder so, dann sehe ich natürlich die Einflüsse. Ich sehe, also Exotik ist eigentlich nicht mein Fach. Ne? Also es gibt ja wirklich Maler, die malen dann so Exotik, ne? Frau mit Kind und natürlich Brust muss offen sein. Das waren auch früher die Fotografen, die hatten, da hat man schon gesehen, das geht schon da auch ein bisschen so, dass hauptsächlich die Schürze fehlt und ne? Also so ein bisschen Exotik, das ist nicht mein Ding. Es ging mir um Kultur natürlich, wie leben die und warum kommen da solche Sachen raus, solche Sachen, die sie eben machen, diese Masken, diese Figuren. Und habe ich natürlich versucht, wie gesagt, erst das Interesse an der Form, aber dann natürlich die Frage, warum macht man so eine Form? Und als ich zum ersten Mal dann nach Mali zu den Dogon ging, das sind animistische Stämme noch, die eben noch ganz die animistische Urtradition hatten und auch jetzt langsam verschwindet, ne? War für mich eigentlich die Sache, ich kannte ja nur die Masken und dachte, naja, so als sogenannter abstrakter Maler gehst du hin, machst eine Zeichnung und die fallen dir um den Hals, wir verstehen uns. Ne? So à la Max Pechmann. Und dann habe ich also so ein Ding gemalt und die gucken dann so und dachten, was will der denn eigentlich mit dem Scheiß? Ne? Also was soll das sein? Ich war völlig platt, ja, weil ich natürlich dachte, da haben wir jetzt so eine Art universelle Sprache, ne? Und die sind schon jahrhundertelang universell in der Sprache. Also manche Masken sind ja schon so weit weg vom Gesicht, dass man dann jetzt, sagen wir mal, abstrakt sagen könnte, mal ganz locker den Begriff hat. Und dann mache ich da sowas und die gucken mich an und denken, was macht der da für einen Scheiß? Und wenn ich dann was Naturalistisches gemalt habe, ganz naturalistisch, ja super, klasse. Na, also das fand ich schon ganz merkwürdig, also das... dass im Grunde die klassische Moderne mit Picasso, kann man mal sagen, der ging ins Trocadero, Museo Trocadero, und hat ja dann von sich aus gesagt, das war sein großer Schock und jetzt weiß er, was Malerei ist. Ja? Also über diese Kultur. Und jetzt macht man so eine Malerei aus dieser Tradition raus, komme ich dann dahin, mach sowas und die sagen, ja, wir wissen gar nicht, was du da machst, was soll das sein? Und dann mache ich ein ganz naturalistisches Bild und dann finden die das toll und erkennen das.
Und was mich auch fasziniert hat, man konnte eine Zeitung hinlegen auf dem Kopf und sie konnten es lesen. Also ich habe das auf der Bude gelegt, falsch rum, und die konnten sofort das Gesicht erkennen, die konnten die Schrift lesen, das fand ich auch interessant. Und warum ich jetzt das sage, das mich fasziniert sowas immer. Wir glauben halt, wir haben so eine bestimmte Sicht auf die Welt und die ist super und wir haben da Beweise, die Technik beweist uns, dass die Theorien funktionieren, sonst würde ja die Technik dann auch nicht funktionieren, die nach der Theorie gebaut ist. So, also glauben wir natürlich schon, wir haben so ein Weltbild, was schon richtig gut greift. Und dann kommen solche Fähigkeiten, die von uns kaum jemand hat, die haben aber dann alle und nicht nur einer. Das gibt es hier auch, dass einer die Fähigkeit hat, umgekehrt zu lesen, ganz schnell. Aber dann ist vielleicht eine Ausnahme, dort macht es ein kleines Kind. Also ist doch der Mensch viel mehr als das, was wir glauben. Das ist mal mein Ausgangspunkt. Und deswegen glaube ich auch nicht so stark an ein eurozentrisches Weltbild. Und eben auch nicht so sehr an die eurozentrische Kunst. Ne? Also ich glaube schon dran, aber nicht nur. Ne? Es funktioniert ganz oft so, dass fremde Leute eine Zeitung auf den Kopf lesen können. Es gibt eine weltweit verbreitete Fähigkeit oder Einstellung, die niemand bewusst ist, die heißt Perspektivismus, Perspektivenwechsel. Die dein Gegenüber in einer indigenen Kultur beschließt, um dich zu verstehen, die Welt so zu sehen, wie du sie siehst. Er beschließt diese Zeitung, die da liegt, so zu sehen, wie du sie siehst. Und dann kann er das auch. Das ist bei indianischen Kulturen ganz weit verbreitet. Wenn ich es natürlich beschließe, funktioniert es aber nicht. Das ist das Problem. Ne? Ja, also gut, es ist schon eine Fähigkeit da drin. Ja? Bei uns ist Perspektivismus nicht üblich. Ich würde in einer indigenen Kultur nicht sagen, Herbert, kommst du morgen Abend zu mir, ich habe eine Flasche Wein zu Hause, sondern ich würde sagen, gehst du morgen zu mir, weil ich deine Perspektive einnehme und du gehst ja los. Du kommst ja nicht. Ja, also und so geht es, durchzieht es das ganze Leben. Aber du warst vorhin so schön bei meinem Lieblingsthema zwischen Abstraktion und Naturalismus oder Gegenständlichkeit. Du hast gesagt, wie die Leute reagiert haben auf deine realistischen, naturalistischen Zeichnungen oder deine eigentlichen Bilder, die bekannten Meyers. Und ich denke, hier ist ein hoher Grad von Abstraktion erreicht in diesem Raum, in diesen Bildern. Allein durch das Freisetzen, allein durch die gleiche Technik, das gleiche Format und so weiter. Dadurch, dass es keine Rahmen gibt, dadurch, dass alles gleich behandelt wird. Abendländische Kunst und außereuropäische Kunst und indigene Kunst oder Ethnokunst, wie man meistens sagt heutzutage. Das ist eine solche Art der Gleichheit, nicht der Nivellierung, nicht der Gleichmachung, sondern der Gleichbehandlung oder der Gerechtigkeit, die diesen Motiven und diesem Gegenüber widerfährt, das mich als Ethnologe natürlich fasziniert. Es geht ja eigentlich darum, die Form als solche zu sehen oder von Inhalten zu abstrahieren. Und auf diese Weise habe ich Herbert auch bewundern gelernt, weil er mit diesen Bildern, mit diesen 500 oder mehr, ich glaube es sind mehr, sogar eigentlich die Philosophie komplett gemacht hat. Es gibt Bilder von Herbert, die heißen Zeitspeicher oder Raumzeit oder gebaute Zeit. Da sind schon zwei Standbeine der Philosophie drin. Das dritte, außer Raum und Zeit, ist der Mensch. Dann ist die Philosophie komplett. Und den Menschen haben wir jetzt hier in einer unvorstellbaren Fülle. Und dafür ist für mich Herbert philosophisch. Denn er sieht immer, man kann immer auch Zeit und die Umgebung, den Kontext, den räumlichen Kontext der Leute sich dazu denken, wenn man ihn nicht schon kennt bei den Klassikern, die hier sind. Und das ist für mich eine Art Abrundung. Aber ich will nicht sagen, dass er damit aufhört zu malen, sondern meine erste Frage, die ich mir eigentlich fest vorgenommen hatte, an ihn zu stellen, war, wie geht es denn weiter? Was kommt denn jetzt? Das ist doch die letzte Frage. Sollte die erste sein. Als ich den Katalog in der Hand hatte, habe ich gesagt, aha, das ist Meyer-Bibel, Altes Testament, wann kommt das Neue? Ja, das kann ich nicht beantworten. Das ist einfach so, man hat immer irgendwie eine bestimmte Sicht auf was. Das ging jetzt 7 Jahre, bis es mal so ist, wie es jetzt ist. Das heißt nicht, es ist abgeschlossen. Ne? Aber es ist jetzt für mich auch nicht so, dass ich sage, ja, der Rest von meinem Leben mache ich die weiter und mal noch ein paar Ölbilder oder so. Ich habe schon noch was im Petto. Also wo ich jetzt im Laufe der 7 Jahre so... kam mir so einiges, aber ich muss zurückdrängen, weil ich einfach jetzt mal damit erstmal genug hatte. Ne? Also ich weiß auch nicht, wie das aussieht. Ich habe nur ein Gefühl, es wird schon noch irgendwas anderes nochmal kommen, was mit dem und mit den Ölbindern in Kombination zu tun hat.
Ob es da eine Form gibt, die überzeugt, ist ja eine andere Frage, weiß ich ja nicht, aber das Gefühl ist da. Ne? Gell? Man denkt ja immer, wenn man irgendwie was erreicht hat oder so, jetzt ist man vielleicht zu Ende mit was oder so, aber das sehe ich ein bisschen anders, es fließt halt so weiter. Ne? Ja. Sammeln, verdichten, speichern, das ist etwas, was für dich ganz konstitutiv ist als Künstler. Auch das ist ja hier eine Sammlung. Ich habe gelesen, Enzyklopädie. Mit dem Begriff habe ich ein bisschen ein Problem in dem Zusammenhang, denn hier wird ja gerade nichts erklärt. Und hier wird ja nicht aus der Diderot'schen Perspektive sozusagen die eurozentrische Weltsicht proklamiert, sondern es geht ja dir sehr stark um das ständige Wechseln von Blickperspektiven und es geht dir sehr stark um das Sammeln. Also erstmal die pure Anzahl. Über 500 Werke, hier, weiß nicht, ich habe verschiedene Zahlen gelesen, ich fand ganz lustig, 2, 3, 4 habe ich gelesen, also 234 werden hier ausgestellt, aber das stimmt nicht, habe ich irgendwie in Pressetext gelesen. 435 sind es hier. 435. Ich habe 500. Gut. 3, 4, 5. Gut, das ist auch nicht schlecht. 3, 4, 5. 435. Also es sind auf jeden Fall sehr viele zu sehen. Das heißt, wenn jetzt hier ein Betrachter reinkommt, hat er erstmal sofort einen bestimmten Eindruck, und zwar der Vielfalt. Der Betrachter begreift relativ schnell, dass es nicht nur viele Dinge sind, die er hier sieht, sondern auch vielfältige Dinge sind. Und diese vielfältigen Dinge kann er auch wiederum relativ schnell verschiedenen Kulturen zuordnen, natürlich mit unterschiedlicher Ausprägung. Also ich sag mal, ein Kunsthistoriker, der sehr stark im 20. Jahrhundert zu Hause ist, wird auch viele von diesen archaischen Dingen zuordnen können, weil sich bildende Künstler im 20. Jahrhundert einfach immer wieder auf solche Dinge bezogen haben. Wenn man gut in der Archäologie aufgepasst hat, dann kann man eben sehen, aha, dass da ist Gilgamesch und das ist also eine sumerische Plastik und so weiter und so fort. Also man könnte auch sagen, ist das hier ein Parforce-Ritt durch die Kunstgeschichte und gleichzeitig global, aber das ist es ja auch nicht. Wenn man genau hinguckt, sieht man, das ist es auch nicht. Sondern es ist eigentlich eine Sammlung, die einer bestimmten Intention folgt. Mich würde jetzt interessieren, was war denn die Anfangsintention, diese Sammlung anzulegen? Denn ich glaube, es gibt sicher dann sich wandelnde Intentionen, so wie die Sammlung gewachsen ist. Aber was war die ursprüngliche Intention, mit dieser Serie zu beginnen? Also das fing ganz anders an. Ich war in Mexiko, Guatemala, 2008. Und ich bin, wie du ja am Anfang schon sagtest, immer mit Skizzenbuch unterwegs und so. Inzwischen leider auch mit Kamera, aber Skizzenbuch ist trotzdem nicht für mich veraltet, ne, weil ich feststelle, in einer Kamera habe ich vielleicht so einen schnellen Blick für Komposition und Klick und dann ist es drin. Ich muss aber trotzdem noch nichts kapiert haben. Wenn ich jetzt Bleistift raushole und ich muss eine Figur abzeichnen oder eine Pyramide, dann sehe ich ziemlich schnell, obwohl ich geglaubt habe, ich habe das Ding erfasst, dass irgendwie doch nicht richtig hinhaut. Also habe ich natürlich was nicht erfasst. Ne? Aufsteigende Linien oder. Also ich sehe das Ganze dann immer nur so als Netzwerk und denke, das muss alles dann in Bezug zueinander stehen. Und wenn ich mir nicht getäuscht habe, ist es dann auch richtig. Wenn ich mir aber getäuscht habe, ist es nicht richtig. Also habe ich es auch nicht richtig gesehen. Das kannst du mit dem Fotoapparat nicht erreichen in einer Sekunde oder auch in einer Minute nicht. Ne? Also bleibt Skizzenbuch für mich immer noch ganz wichtig. Also ich war also dann da in dem Land und dann kam was dazu, was ich jetzt lange nicht mehr so gemacht habe, also so, dass mich die Figur speziell interessiert hat. Ich habe früher mal Aktzeichen unterrichtet und Porträts, das ist aber 20 Jahre her, und dann wurde das immer abstrahierter, bis die Figur verschwand, als menschliche Figur. Ne? Und lange Zeit habe ich mit einer menschlichen Figur, also bei anderen Malern konnte ich schon was anfangen, ich spreche jetzt nur von mir, ne? Nichts mehr anfangen. Es war einfach fertig, ja? Ein Kopf war fertig, der war für mich nicht mehr so, dass ich sage, da ist für mich noch eine Möglichkeit, was zu machen. Ne? Bei den Griechen war es ganz schlimm, die sind ja so perfekt, dass alles fertig war, und bei so
halb verschlagenen archaischen Figuren, da konnte ich noch ein bisschen was holen, aber das war eigentlich mehr die Struktur, nicht so sehr der Kopf. Ne? Also bin ich da rausgewandert aus der Figur. Und erst jetzt eben 2008 kam es das Bedürfnis, nochmal auch mein ganzes Repertoire zu erweitern, ne? Weil ich gedacht habe, warum soll man ein Maler sein, wo alle sagen, der ist abstrakt, mir ist das einfach egal, ob die jetzt das so sagen oder nicht, ich mache, was ich will. Und fing da an, mal so ein paar Köpfe. Das waren am Anfang ganz kleine 3,5 Zentimeter Köpfe, Tonköpfe von der Insel Chine. Das ist so eine vorgelagerte Insel im mexikanischen Golf. Und wenn man die genauer angeguckt hat, dann waren die schon unglaublich naturalistisch stilisiert zwar, aber unglaublich perfekt beobachtet. Ne? Das hat mich fasziniert. Und dann dachte ich, ich mache jetzt mal einfach 20 so Dinger. Ich zeichne die ab genau, mal die dann aus und dann habe ich ja sozusagen meinen Drang, alles überzulasieren. Das ist jetzt halt mal so. Und dachte, das mache ich jetzt mal mit den Köpfen auch. Vielleicht kriege ich da diese Ferne, diese Zeit, diese 3000 Jahre rein. Ja, das war eigentlich, ich wollte diese Ferne, dieses Ungreifbare auch trotzdem greifnah machen. Ja, die bleiben trotzdem ungreifbar, aber sind ganz präsent. Und so fing ich an, dachte ich, mache ich da 20 Stück oder so. Und weiter hatte ich nichts im Sinn. Und dann hat es so plötzlich angefangen, dass ich mal, ich war da in Kreta, da kenne ich Leute und so, dachte ich, naja, setz dich mal hin. Und habe mal einen abgezeichnet, den ich auch schon 30 Jahre kenne, inzwischen 40. Und dann musste ich natürlich wieder überlassieren mit dem Drang, wo ich mit dem Lassieren halt habe. Da. Und dachte, Mensch, der wird jetzt zum Tonkopf. Der wird jetzt auch, der kriegt jetzt das auch, dieses ungreifbar Präsente. Ja? Da hinten, der ganz oben zweitletzte, der ist allerdings erst jetzt entstanden, aber das war so mein Modell damals. Ne? Und so, dann war aber das Konzept immer noch nicht da. Ja? Und dann mit der Zeit dachte ich, Mensch, ich könnte eigentlich die ganze Menschheitsgeschichte da einbauen. Wenn jetzt die Lebenden möglich sind und die ganz alten Tonköpfe und ich kriege das so in so eine Gleichstellung, wie du vorher auch gesagt hast, ne? Das ist ja schon alles mit den Lasuren, wirkt das so gleichgestellt, dann habe ich gedacht, ich fülle das jetzt auf von ganz früh bis jetzt. Und dann kam allmählich so dieses Konzept. Spielt ja. Eventuell der Overkill eine Rolle als Stipendiat der Cité des Arts in Paris, den Louvre erkundet zu haben? Ich meine, jeder, der durch den Louvre geht und nicht den üblichen Marschrouten folgt, da gibt es ja nur zwei, sondern die anderen Abteilungen sich anschauen möchte, merkt, dass er an ein, zwei, drei Tagen immer noch hoffnungslos verloren ist, verloren geht in den Abteilungen. Das meine ich mit Overkill. Du hast geschrieben, dass du dich intensiv im Louvre rumgetrieben hast als Stipendiat der Cité. Hat das auch dazu geführt? Ich hatte zwei Stipendien in Paris. Eines war eben vom Land Baden-Württemberg, das war so eben 2000 ungefähr. Und dann hatte ich ganz, ganz früh eines vom Rotarier Club. Da hatte ich noch auf dem Dorf gewohnt. Und damals hatten die mir eben Geld gegeben für das Stipendium, ich war da 23 oder so und ziemlich ehrliche Haut, was immer das sein soll. Und dann haben die mir das Geld gegeben und ich dachte, also mit dem Geld darfst du weder essen gehen noch irgendwas. Ich bin nicht einmal essen gegangen und habe das Geld also praktisch nur für Kunst ausgegeben. Da war ich 6 Wochen jeden Tag, 10 Stunden im Louvre. Das war dann für mich Verpflichtung, aber war okay. Ne? Und also kenne ich den Louvre schon ganz, ganz gut, ne? Und das war die eine Geschichte. Und später aber eben dann, viele Jahre später, hatte ich dann eben dieses Cité-Stipendium. Und da war ich gerade so in einer Krise mit meinen Bildern, die damals noch richtig dicke Farbe hatten, Pastos. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, das habe ich jetzt so drauf. Ich bin jetzt 40 oder so ungefähr. Und soll ich jetzt da mein Leben lang so... Ich habe das drauf, habe mir da auch ein bisschen Namen machen können schon und so. Und das war mir dann schon, wenn ich irgendwas habe, ist für mich plötzlich schon fragwürdig. Ne? Und dann war mir klar, mich haben auch immer Altmeister interessiert. Aber jetzt nicht unbedingt Madonna mit Kind wegen der Madonna. Das war wieder dann eher, was ich sage, Hobby. Der Hintergrund ist immer mein Hobby, dass ich sage, was bedeutet das auch von der Zeichensprache, aber es geht um Malerei. Da habe ich die Bilder auf den Kopf gestellt. Oder ich lag zum Beispiel im Museum auf dem Boden,
auf dem Kopf. Die Wärter kannte mich dann schon, weil ich jeden Tag kam und habe mich hingelegt und habe das Bild falschrum angeguckt. Und dann habe ich gedacht, naja, die nehmen jetzt zwar einen Vorhang, aber die brauchen da rot. Und dann ist der Vorhang jetzt rot. Das wurde mir, sage ich, das ist jetzt meine Interpretation der Dinge, wurde mir viel klar in der Malerei, wenn jetzt Roger van der Weyden ein Porträt malt, alles ganz in schwarz und dann guckt ganz klein bisschen der weiße Krage raus. Als abstrakter Maler hättest du in dem Bild das Weiß gebraucht. Jetzt war aber der Kontext Figur, also setzen die einen Kragen da rein und den können sie weiß machen. So will ich es mal formulieren. Dann wurde mir viel von Malerei auch klar. Und dann kam noch was anderes, eben diese Lasuren. Früher hat man nicht à la prima gemalt, einfach gemischt drauf, sondern ganz viele feine Schichten durchsichtig übereinander, bis sich dann das plastiziert hat. Das hatte ganz andere Leuchtkraft, Strahlkraft. Das hat mich interessiert, aber ich wollte das ja nicht nachmachen. Ich wollte jetzt nicht alte Meister malen. Und dann habe ich in dem Stipendium meine Pastosbilder weitergemalt und habe eines begonnen, mit Lasuren aufzubauen. Das geht dann, jede Lasur braucht eine Woche Zeit zum Trocknen, ging also genau 6 Monate, war es fertig, war nur ein kleines Bild, so ist auch im Katalog. Und wo es fertig war, habe ich gemerkt, Mensch, und das war ja dann, ich hab aber ganz anders gearbeitet. Die Altmeister versuchten mit den Lasuren, mit jeder Lasur das plastischer zu gestalten. Ich fing plastisch an und habe mit den Lasuren flächig das überzogen und wurde immer flächiger. Also ich habe zwar die Technik, aber ich habe sie auf den Kopf gestellt. Ne? Genau das Gegenteil. Und das mache ich hier auch. Und ohne diese Erfahrung damals 2000, 2001 wäre das gar nicht möglich. Das heißt, ich habe auch wieder angefangen, die Gesichter zu malen. Ja? Möglichst genau abgemalt vom Vorbild, Skulptur oder Malerei, und dann habe ich immer diese Farblasuren drüber gezogen, ganz flächig, auch über die Augen, die sind dann ja nicht mehr weiß. Ne? Und dadurch gehen sie wieder auch ein bisschen in die Fläche zurück. Also der tolle Effekt nehme ich dann wieder eigentlich weg. Die weißen Augen sind weg, die Extremplastizität, die ich am Anfang hatte, ist auch ein bisschen weg. Also ich gehe wieder in die Fläche. Also das ist nämlich dasselbe Prinzip. Die Silhouette, die wird betont. Ne? Die Silhouette wird betont dadurch, durch das Verfahren? Ja, und dann, wenn ich es nachher auch noch vom Kontext ausschneide, dann wird halt auch die Silhouette betont. Ne? Und bei manchen Bildern habe ich so stark, die auch zum Teil hier hängen, so stark, so oft überlasiert, bis sie fast schon wieder flach sind. Da muss man lang reingucken, dann stehen sie wieder auf. Ne? Und das war so. Und das ist auch die Gemeinsamkeit zu meinen Ölbildern. Also das ist gar nicht so arg unterschiedlich. Ne? Unterschiedlich ist nur, dass man bei den Ölbildern jetzt keinen Kopf drin hat, kein Gesicht. Aber sagen wir es mal so, ein Gesicht wird immer ein Gesicht bleiben. Ich kann das Gesicht so weit reduzieren, dass ich sage, ich mache nur noch Punkt, Punkt, Komma, Strich. Das ist doch dann kein Gesicht mehr, aber jeder sieht sofort ein Gesicht. Also ich muss einfach dann sagen, ein Gesicht, und wenn ich ein abstrakter Maler bin und ein Gesicht mal, bleibt es immer ein Gesicht. Es gibt letztlich kein abstraktes Gesicht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch vielleicht gar kein realistisches Gesicht, nicht als Malerei. Was ist denn das? Es ist immer ein Bild von was. Ne? Wenn man durchschaut, alle 500 anschaut, oder im Katalog sind es ja tatsächlich 500, dann kommen einem bei 3 oder 4 Bildern Zweifel, ob die Vorlage oder das Motiv eine Skulptur oder ein Tafelbild oder ein Foto gewesen ist. Und da, finde ich, kann man sich über die, am besten, wenn man Zweifel gerät, wenn man das Bild auch nicht kennt, wenn man die Vorlage nicht kennt, kann man sich Gedanken über die Technik machen, was du eben gerade erklärt hast. Dann wird einem klar, dass es eine universale Technik ist, dass man sie überall anwenden kann, um Dinge vergleichbar zu machen, um Dinge irgendwo formal ähnlich zu machen. Denn ich kann nicht Äpfel und Autos vergleichen, sondern ich muss sie irgendwo auf eine formale Ebene bringen, auch wenn es nur die Größe oder die Darstellungstechnik ist. Und ich finde die oft sehr erhellend, weil die Art der Darstellung, diese ähnliche Technik, uns zum Nachdenken zwingt, wie denn das Original ausgesehen hat. Mir hat es eigentlich geholfen beim Durchblättern des Katalogs. Denn es sind ja tatsächlich insgesamt, ich muss zugeben, dass ich es gezählt habe, viel mehr Vorlagen von Skulpturen, von Plastiken, als solche von Tafelmalerei, von Gemälden, Fotos
oder was, oder Mosaiken auch, die ich mal zur Tafelmalerei gezählt habe. Aber de facto haben wir ja von den meisten archaischen Kulturen, auch von indigenen Kulturen, keine Bilder, keine Tafelbilder, sondern Skulpturen. Und Herbert hat das hier gleichrangig dargestellt, gleichwertig gemacht. Das hat mir sehr gefallen. War nicht deine Absicht, aber es ist so passiert, oder? War nicht meine Absicht, nee, nee. Es ist halt so, es gibt im Grunde selbst von den alten Griechen, im klassischen Griechentum, so 450 vor Christus, so Perikles-Zeit, gibt es keine Malerei mehr, ist alles weg. Ne? Im Grunde weiß man nur noch so ein bisschen halt über Pompeji, das waren aber dann schon Etrusker. Ne? Alles ist nur noch sprachlich überliefert, wie toll die Maler waren, dass es auch schon die Zentralperspektive gab, alles überliefert, aber kein einziges Bild existiert, aber die Skulpturen existieren. Also schon deswegen, du hast doch ausgerechnet, du hast doch dann so ein Zettel, er hat gleich gerechnet, wie viel von dem, ne? Er holt es mal raus. Ne? Ja. Aber interessant ist doch, vielleicht auch, die hatten damals eben noch nicht die heutigen Restauratoren. Ja? Die Restauratoren, genau. Sonst hätten deutlich mehr griechisch-klassische Bilder überlebt. Ja, da machen wir jetzt gleich den Joke ein bisschen. Als ich hier eingezogen bin mit meinen Papieren hier, da kam gleich ein Restaurator und hat das Licht runtergedämmt auf 50 Lux und dann war das so wie im Keller. Und dann habe ich natürlich gesagt, oh Gott, oh Jesus Gott, wenn das jemand sieht, die denken, ja, der kann gar nicht malen, der Typ, ne? Und dann gab es halt so Diskussionen, die auch ganz interessant war. Und er hat halt gesagt, ne, dann habe ich gesagt, na ja, gut, also ich lebe jetzt und würde es gern schon mal zeigen. Und wenn ich in 500 Jahren, ist mir dann auch egal. Und dann hat er halt gesagt, na ja, aber wenn man es jetzt schon falsch macht, dann sieht es eben in 500 Jahren schlecht aus. Ne? Deswegen machen wir es jetzt schon mal recht. Ne? Und also das ist interessant natürlich, klar, ist eine Diskussion, wo ich auch ins Schwimmen kam. Mir ist natürlich auch recht, wenn es die in 500 Jahren noch gibt, obwohl, aber ich will es ja auch jetzt zeigen, ne? Klar. Und wenn es die Restauratoren gegeben hätte, gäbe es vielleicht die griechische Malerei noch, das stimmt, ja. Genau. Ja, was mich interessiert ist, du hast schon davon erzählt, dass dich vor allen Dingen Formen interessieren. Aber du hast auch gesagt, eigentlich interessieren dich Formzusammenhänge. Also du hast gerade beschrieben, wenn du dich zum Beispiel hingesetzt hast und einfach nicht fotografiert hast, sondern mit einem Aquarell da rangegangen bist, das ist ein anderer Aneignungsprozess, andere Fragen stellen sich, aber es sind bei dir immer Fragen, wie sich Formzusammenhänge herstellen. Nun habe ich das Gefühl, wenn wir hier durch diese Räume gehen, es geht um Formzusammenhänge, aber diese Formzusammenhänge sind ja nie isoliert, sondern sie verweisen ja auf etwas. Es geht letztendlich immer um Lebensformen, es geht um Lebenszusammenhänge. Was interessiert dich eigentlich mehr? Also wenn du sozusagen, ich habe gelesen, du hast zum Beispiel Kunstbände aufgeschlagen und hast dann einfach gesagt, das und das und das nehme ich jetzt. Was war der Impuls? War das rein intuitiv, was dir gefallen hat? Also je schöner die Madonna, desto eher hat es eine Chance, gemalt zu werden? Also wird ja immer wieder mal betont, das ist eine subjektive Auswahl. Und natürlich ist es eine subjektive Auswahl, aber ich sage so, wenn jetzt Lovis Corinne seine Frau malt, ist das eine subjektive Auswahl. Und wenn jetzt sein Kunstkritiker meint, er muss gemalt werden und er macht das, ist auch seine Auswahl. Oder er macht es auch ohne, dass er darauf hingewiesen wird, den zu malen. Ne? Also eine subjektive Auswahl ist es immer, sage ich mal. Aber ich will jetzt mal ein bisschen trotzdem dagegen halten, dass jetzt vielleicht die Dame mit dem Hermelin von Leonardo da Vinci nicht mehr unbedingt so subjektiv ein gutes Werk ist, weil es Herbert Meyer jetzt ausgewählt hat, sondern dass man eigentlich schon inzwischen akzeptiert, es ist ein großartiges Meisterwerk, würde ich mal schon sagen. Ne? Also, und dass ich es einfach dann nur auswähle. Mona Lisa ist genauso großartig, aber die war mir jetzt schon zu bekannt. Ist subjektive Auswahl, aber ich glaube, über Velázquez muss man heute nicht mehr streiten, über Goya nicht mehr und so. Dann kommen aber Sachen dazu, wo man streiten kann. Also, und das hat mich schon interessiert, wenn ich dann Bände natürlich da durchgehe und dann merke ich, Mensch, das ist ja ein starker Kopf, kennt kein Mensch, habe ich auch nicht gekannt. Dann wähle ich den halt aus, subjektive Auswahl, und der ist auch nicht, der ist dann auch nicht so,
den kennt man auch nicht, also ist es keine so Ikone wie die Mona Lisa, ist klar. Aber das hat mir eben gerade auch gefallen, dass ich mir denke, naja, vielleicht in 1000 Jahren guckt mal einer irgend so einen Herbert-Meyer-Kopf an und denkt, den Typ kennt überhaupt kein Mensch, aber der ist gar nicht so schlecht gewesen. Ne? Sage ich jetzt mal. Ja. Nein, aber was ich sagen wollte, es gibt einfach so viele Meister auch, die nicht eben Leonardo da Vinci heißen und super Sachen gemacht haben. Oder in Papua-Neuguinea, wer kennt schon irgendjemand, der das geschnitzt hat, oder in Afrika? Und die versuche ich mir halt rauszunehmen. Und wenn dann noch so eben jetzt diese Kommunikation oder diese Beziehung zu irgendwas entsteht von heute oder so, dann interessiert es mich halt besonders. Also mir geht es schon um Beziehungsgeflechte. Wenn man diesen Kopf da mal anguckt, das ist aus Guerrero in Mexiko. Also den könnte man doch locker neben jede dritte Plastik aus der klassischen Moderne stellen und keiner, und man hätte Probleme, wie man die jetzt zeitlich einordnet. Aber der liegt halt eben 1500 vor Christus oder so. Ne? Ja. Früher Henry Moore sein, das interessiert mich. Oder Henry Moore, ja. Der wollte auch nicht natürlich darstellen und wollte nicht abstrahieren. Er wollte typisieren. Die meisten Plastiken aus der indigenen Kunst oder der Stammeskunst, die wir hier wiedergegeben, von Herbert Meyer wiedergegeben sehen, sind ja Typen. Das sind keine Abstraktionen und es sind keine Individuen, es sind keine Porträts, sondern Typisierung, weil es eben in den Stammeskulturen darum geht, eine soziale Identität darzustellen, nicht eine persönliche Identität, was bei unseren Porträts oder Porträtierte vielleicht auch sogar namentlich bekannt ist, völlig anders ist. Ja, einerseits stimmt, ja, das stimmt natürlich ganz, nicht nur einerseits, aber auf der anderen Seite gibt es nachher das, auch in der Renaissance, das sind natürlich dann spezielle Porträts, das ist eben die Dame mit dem Hermelin, weiß man heute, wer das war. Aber die werden auch typisiert über die Tracht, über alles Mögliche. Also man hat da auch eine Typisierung drin, das ist interessant. Und wenn ich jetzt die weglasse, ja, dann kommt man nämlich ins Schwimmen. Wenn ich so drumherum das Hühnchen weglasse und das Ganze, dann weiß ich zum Teil nicht mehr, wo bringe ich die hin. Gell? Gut, da sind wir natürlich bei dem Punkt, obwohl Gesichter und Köpfe hier ja nicht alles sind, sondern die Vielfalt des Abgebildeten ist deutlich größer. Aber wir sind natürlich hier genau an dem Punkt, dass wir sagen, es gibt Masken, aber es gibt auch Gesichter als Masken, als soziale Masken, als Rollenmasken und dergleichen. Und das sind natürlich dann auch diese Aspekte des Typisierens, nämlich eine bestimmte Rolle darzustellen, also etwas Erhöhtes darzustellen, etwas Königliches, etwas Göttliches. Was ich aber fragen wollte, den Ethnologen fragen wollte jetzt mal, nicht den Künstler, diese Bilder, die wir hier sehen, sind auch, wie sie angeordnet sind. Man kann zum Beispiel relativ gut sehen, wo sind bestimmte Blätter mit einem geringeren Abstand zueinander aufgestellt und wo ist ein etwas größerer Abstand. Das hat etwas zu bedeuten. Das heißt, die laden zum Vergleichen ein. Müssen nicht solche interkulturellen Vergleiche, die dann auch noch in die Zeit hineingehen, müssen die nicht hinken? Sagt dann nicht der Ethnologe, Gefahr, hier, Gefahr. Hier werden ja auch nicht Kulturen verglichen oder Zeiten verglichen oder Räume, sondern Formen. Der Herbert hat ja abstrahiert. Ein Ethnologe beobachtet irgendetwas, einen Schuh, und versucht ihn in den Kontext zu setzen. Ja? Ich habe einen Straßenschuh und einen Tanzschuh und ich habe einen Hausschuh. Wenn ich aber zu Hause die Direktorin des Freiburger Museums empfange, dann ziehe ich meine Straßenschuhe an, merkwürdigerweise. Und ein indigener Beobachter würde sagen, das sind doch Straßenschuhe, Bruno, warum ziehst du nicht deine Hausschuhe an? Es bedeutet also im Kontext etwas, wenn ich etwas tue. Und Herbert hat hier ganz viel Kontext weggelassen, um uns die Form zu verdeutlichen. Natürlich sind ganz oft bei diesen näher zusammengerückten Bildern, wie Sie sagen, sind ganz oft europäische oder abendländische und außereuropäische zusammengerückt, um genau darauf hinzuweisen, auf die Ähnlichkeit der Form, des Ausdrucks, der Pose, ohne den Kontext. Er hat ja auch den Hintergrund immer weiß gelassen. Ganz oft finde ich faszinierend, was er weggelassen hat. Ich weiß nicht, wo sie hängt, die Madonna mit den 5 Engeln oder mit den Engeln. Ja, da, wo die Skulpturen auch stehen. Da. Genau, und da sind die Hände weggelassen. Und man sieht, dass sie weggelassen sind, alle Hände der Engel. Das finde ich ganz faszinierend. Und bei anderen Dingen sind Paraphernalia oder Attribute mitgezeichnet, die zum Beispiel soziale Positionen ausdrücken oder eine Hierarchie. Und woanders sind sie wieder weggelassen. Ich denke nicht, dass Herbert das zufällig gemacht hat. Ich denke, er hat bei jedem einzelnen Gegenstand überlegt, ob er ihn mit auf sein Bild nimmt oder nicht. Ist es so? Also das ist für mich hochinteressant. Er hätte auch bei dem Mädchen mit dem Ohrgehänge das Ohrgehänge weglassen können. Hat die Dame mit dem Hermelin ihren Hermelin? Nee, hat sie nicht. Nee, hat sie nicht. Ja, also
Es ist, wenn man genau hinschaut und weiß, wie die Bilder eigentlich aussahen, oder was heißt eigentlich, im Original, dann ist es auch hochinteressant, das Weggelassene zu malen. Ich würde Herbert zutrauen, dass er 500 Bilder mit dem Weggelassenen macht. Kommen wir mal zu dem Stichwort Original. Also da würde ich gerne einhaken. Ich habe Herberts Bilder immer so erlebt, dass man sie furchtbar schlecht abbilden kann. Also die Kataloge von ihm, das musst du jedes Mal als Trauerspiel erleben, oder? Also die Drucker geben ihr Bestes, die Druckbedingungen werden natürlich auch immer besser. Also das heißt, wer heute zum Beispiel mal in eine alte Universitätsbibliothek geht und Bildbände aus den 70er und 80er Jahren zieht, der weiß, wovon ich spreche. Und diese Bildbände, die sind nicht ausgebleicht von der Zeit, sondern man hat das einfach besser nicht gekonnt damals. Also es gibt schon gute Drucktechniken, trotzdem lassen sich die Dinge eigentlich nicht reproduzieren. Das. Gleichzeitig haben wir natürlich auch die Situation, dass wir alle relativ gut Bescheid wissen heute über die Welt, weil wir medial informiert sind, aber wir sind eben nur medial informiert. Wir sind also immer durch die Brille hindurch informiert. Durch die Brille von Leuten, die das fotografiert haben, die das gefilmt haben, die schon eine Auswahl vorgenommen haben, die bestimmte Wertungen vorgenommen haben, allein in der Situation, dass sie etwas nicht gefilmt haben oder doch gefilmt haben, dass sie etwas fotografiert haben und das andere nicht und so weiter. Und bei dir ist es tatsächlich so, und ich glaube, hier bei diesen Aquarellen ist es auf die Spitze getrieben. Man darf die Dinge im Original sehen und dann kann man sie schätzen wie Preziosen. Also, ohne jetzt Hermann Hesse zu nahe zu treten, aber der hat ja auch Aquarelle gemacht. Aber das hier ist eine ganz andere Qualität. Das sind Aquarelle, die leuchten von innen. Und es ist zum Beispiel spannend, diesem von innen leuchten einfach mal auf den Grund zu gehen. Warum leuchten die denn? Natürlich leuchten die nicht von innen, sondern das ist auch ein reflexives Licht. Das heißt, der Papiergrund scheint durch die Farbschichten, die Lasierenden hindurch in unterschiedlicher Varianz. Also, und trotzdem ergibt sich Plastizität und es ergibt sich tatsächlich ein Leuchten. Denn alle diese Objekte, die wir sehen, sind nicht im Zustand des Beleuchtetseins gezeigt, sondern sie leuchten selbst. Und das sieht man eigentlich erst richtig, man wird darauf gestoßen, wenn man die Sachen im Original sieht, nicht nur im Original, sondern ich finde es wunderbar und insofern ein großes Kompliment an das Museum hier, das gemeinsam mit dem Künstler entschieden hat, die Sachen ohne Verglasung zu zeigen. Ich meine, unabhängig davon, dass es sicher eine teure Angelegenheit geworden wäre, entspiegelt es vielleicht noch Glas da zu besorgen, aber es ist einfach ein unglaubliches Privileg für uns Betrachter, ganz nah an diese Aquarelle heranzugehen, diese ganze Porigkeit des Papiers zu sehen. Ich meine, wir haben die Möglichkeit, bei diesen Aquarellen die einzelnen die Mineralstruktur der Farbe wahrnehmen zu können. Herbert Meyer hat, ich glaube, im Katalog gesagt, er findet es faszinierend, wenn er so ein Aquarell macht und dann sieht er zu, wie die Farbe trocknet. Ich meine, es gibt unterschiedliche Papiere und dann trocknet natürlich die Farbe unterschiedlich schnell, aber haben Sie schon mal der Aquarellfarbe beim Trocknen zugeguckt? Es dauert eine Weile. Und wenn Sie die Aquarelle hier sehen, dann sehen Sie, da ist nichts schnell weggetrocknet. Da sieht man nirgendwo so einen kleinen Teich oder so. Es gibt nämlich so diese typischen Aquarelle, ne? Da sieht man, dass da so eine Pfütze war und die Pfütze ist dann ausgetrocknet und dergleichen. Das sieht man hier nicht, sondern es ist sozusagen eine ganz elaborierte Lasur- und Trocknungstechnik, die wir hier bewundern können. Und insofern ist das schon sehr meisterlich. Also, und es ist ein Beitrag zur Aquarellkunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Da muss ich sagen, da fehlt mir der Vergleich. Das heißt, du zielst hier so mit deiner Gesamtanlage natürlich aufs Vergleichen, auf die Weltkultur und dergleichen, aber ich muss sagen, die Art und Weise des Vortrags und wie du das Medium Aquarell interpretierst, das ist wunderbar und wir erleben das hier so. Das heißt, was für deine Ölbilder gilt, gilt noch in viel stärkerem Maße eigentlich für diese Aquarelle. Also jetzt hast du ziemlich viel angerissen. Es ist tatsächlich so, mit dem Druck
selbst der beste Druck, ich glaube, der Katalog ist jetzt sehr gut gedruckt, so, aber man darf nicht mit dem Buch zu nahe an die Aquarelle kommen, sonst schlägt man auch gleich wieder weg. Das ist einfach so. Es ist ein Vierfarbdruck. Ja? Das sind praktisch drei Grundfarben und schwarz. Und wenn ich jetzt mit dem Vierfarbdruck könnte das erreichen, was ich mit 150 Glasuren mache, dann wäre ich ja irgendwie ein bisschen bescheuert. Dann würde ich es natürlich mit vier Farben machen. Klar, vier Übergänge, fertig. Ne? Das ist einfach, das fängt schon mit dem Foto an. Ne? Wir haben die teuersten Kameras und so, und dann kommen schon manche Farben überhaupt nicht drauf. Und zwar weder analog noch digital. Bei den Ölbildern ist es auch zum Teil noch schlimmer bei bestimmten Farben. Ich habe ein bestimmtes Grün, das ist gar nicht vorhanden. Dann murkse man das halt irgendwie ein bisschen synthetisch rein, damit überhaupt der Grün da ist, hat aber mit dem Original nichts zu tun. Es ist wirklich zum Heulen, ich mache es trotzdem dann wieder. Das ist Reproduktion, aber da kommen wir genau auf den Punkt. Jetzt können wir von der Reproduktion, von dem Vierfarbdruck, von dem Buchdruck, können wir jetzt ja auch ins Internet gehen. Da haben wir natürlich hinterleuchtete Bilder, die können schon ein bisschen mehr leuchten, weil ja das Licht durchleuchtet. Aber die Farben, das ist ja auch ein Farbraum, der ist ja nicht von Gott gegeben, der ist ja mal einprogrammiert worden. Also da gibt es auch Grenzen. Ne? Und die größte Grenze hat halt der Vierfarbdruck, der ist noch mickriger, wie zum Beispiel Ihr Billigdrucker zu Hause. Der bringt sogar besser noch die Farben, wie eine ganz teure Offset-Maschine. Ist einfach so. Jetzt bin ich ganz kurz nochmal ein wenig abgeschweift. Jetzt gehe ich wieder zurück. Und genau im Internet haben wir genau das auch. Es ist ein bisschen besserer Farbraum, aber es ist halt kein Original. Und wir sind jetzt gewohnt, alles nur noch über Reproduktionen anzugucken. Das ging mir auch mal so. Ich habe lange Zeit konnte ich nicht mehr viel mit Rembrandt anfangen, weil ich dachte immer, ach, der malt immer braun. Ja, ne? Weil ich lange Zeit mal kein Rembrandt im Original mehr gesehen habe und immer in Büchern war es halt braun und dann leuchtet es ein bisschen daneben raus. So. Und hatte ich auch schon so Meinung zu sagen, naja, als Maler nicht so, Grafiker ist super, aber die Grafik ließ sich auch besser abbilden, schwarz-weiß. Ne? Dann kam ich wieder mal von Rembrandt-Bild und dachte, na, unglaublich, wie das leuchtet. Ne? Das ist natürlich nicht braun. Dieses Urteil kam einfach durch das viele Reproduktionsgucken. Das ist auch etwas, was da drin steckt als Kritik. Im Internet kann ich ganz schnell tausende Bilder durch, zack, zack, zack und so. Ne? Das ist genauso ein Problem. Und das war für mich auch mithin ein Ding, zu sagen, so, ich will jetzt ein Bild wieder hochladen, richtig extrem, dass es richtig knallt, also es richtig leuchtet aus der Farbe raus. Also dieses Hinterleuchtetsein, was eigentlich ja natürlich ein Betrug ist. Es ist ja, ich habe ja keine Birne da hinten drin, sondern es ist wirklich das Licht, aber das geht durch, weil die Farben transparent sind, geht es durch aufs weiße Papier und geht zurück. Und das macht den Effekt, als würde es leuchten. Ne? Das kann man mit einer Deckfarbe nicht erreichen, weil da reflektiert es Licht direkt an der Oberfläche. Das sind ganz andere Farben. Ne? Und das war ja auch, wo ich vorher gesagt habe, in Mexiko so, wo ich dachte, ich will mal dieses Alter kriegen. Dieses, man hat die Totenfigur in der Hand zwar als Figur, aber das, was da rauskommt, das ist ungreifbar. Das sind diese 3000 Jahre. Ja? Und da habe ich mit der Technik eben angefangen, weil ich dachte, ich lade es so hoch, dass das anfängt zu leuchten. Vielleicht kriegt man da wieder eine Intensität rein, die man in der Reproduktion nicht mehr hat auch. Ne? So fing es an. Und das liegt natürlich schon an den Schichten. Also über so einen Renaissance-Kopf oder so wie drüben. Oder da sind 150 oder 180 Schichten drauf, mindestens. Ne? Und klar kann ich die nicht abbilden über Offset mit vier Farben. Ne? Aber diese Intensität, dass uns das so abgeht, dass wir einfach nur noch so fast schon langweilig über Bilder gucken, ne, die alle nur noch flach sind. Und wir haben dann einfach zu jedem Bild schon was abgespeichert. Ah ja, das ist Leonardo da Vinci so und so. Ah ja, das ist Rembrandt so und so. Wir kennen doch schon alles super. Und im Sekundenblick haben wir das einfach abgehakt. Na, und das wollte ich eigentlich wegen dagegen gehen, dass man wieder hingucken muss und merkt, oh, wenn ich, je länger ich hingucke, desto mehr kommt es raus oder so. Plötzlich sehe ich Sachen, die ich am Anfang gar nicht sehe. Das war schon ein kleiner Kick gegen die Reproduktion, obwohl ich natürlich da nicht dagegen bin. Ich benutze ja auch.
Aber ganz selten hast du sie benutzt. Ich glaube, es sind 3 oder 4 Zeitungsfotos verwendet worden und vielleicht 50 Fotos, wo du nur das Foto hattest. Der Rest sind Skulpturen oder Tafelmalerei und, was natürlich auch eine Frage wert wäre, auch 2 Bausätze gibt es bei dir. Den Bausatz des menschlichen Schädels und den einer Kalaschnikow, die sogar ziemlich nah beieinander hängen, neben einer bionischen Hand, wenn ich mich recht erinnere, und ähnlichen einzelnen Händen, anderen Händen. Wie kommen die beiden da rein, die Bausätze? Also ganz schnell mal die Hände, das ist schneller gesagt. Also Hände waren für mich immer, ich will es mal übertreiben und sagen, die Wissenschaft sucht die Seele schon seit Jahrtausenden, im Fußzeh, im Bauch, im Zwerchfell, im Herz, jetzt im Kopf. Und ich könnte jetzt einfach mal so sagen, naja, allein in der Bewegung von einer Hand ist alles drin, was suchen die noch? Jetzt mal salopp gesagt, ja. Und das andere, Bausatz, Kopf, das sind alle Schädenglochen. Wenn man die zusammensetzt, gibt es die ganze Schädel. Ne? Das fand ich so witzig, weil man heute alles auseinander nimmt und glaubt, man hat, wenn man dann die Details auseinander nimmt, also sozusagen meint man, man hätte jetzt das Ganze, aber das gibt natürlich nichts. Und die Kalaschnikow nebendran, die ist auch zerlegt. Und die ist genauso schön wie die Schädelknochen. Und da sieht man mal, was über die Wahrnehmung passiert und was über die Realität passiert. Ne? Mhm. Also da ging es mir mehr darum, dass man eigentlich sieht, naja, ist ein Bausatz, heute zerlegt man alles, der Mensch zerlegt man alles, zerlegt man. Und wenn man von der reinen Ästhetik herkommt, dann ist die Kalaschnikow genauso schön wie Schädelknochen, muss man sagen. Ne? Aber es geht natürlich weiter. Ne? Also. Aber war das so, dass du in irgendeiner Zeitschrift oder in irgendeiner Abbildung zuerst diesen zerlegten Schädel gesehen hast? Oder? Ja, ich kram ja durch alles durch. Mein Hobby ist schon Buchläden durchkramen und so. Wenn ich so denke, ich mach heute mal nichts, dann gehe ich in eine Buchlade. Und guck da erstmal, was gibt's da? Ja. Und da gehe ich überall hin, Wissenschaft. Und die Buchhändler wissen schon, das ist wieder der nicht liest, sondern nur die Bilder anguckt. Ja, aber der kauft ja auch viel, die lassen mich schon machen. Okay. Gell? ja, aber und das interessiert mich halt. Und ich komme halt auch auf neue Ideen so. Ne? Und ich gucke eben nicht nur Kunstbände an, sondern ich gehe dann wirklich überall rein. Ne? Und da bin ich halt auf den Schädel gestoßen, ne? Und dachte, das ist gut. Eigentlich wollte ich dich ganz gemein auf die Begriffe analytisch und synthetisch hinschieben, aber du hast einfach gesagt, was du wirklich gedacht hast. Ich glaube, daraus lernen wir mehr. Ja, klar, eben, das dachte ich mir so, das ist halt auch so, das habe ich auch gedacht oder nicht gedacht. Oder, ja. Du hast gesagt, was für dich die Ausgangsintention war, nämlich diese kleinen Tonfigürchen einfach mal so intensiv darzustellen, dass man in gewisser Weise in der Darstellung so etwas wie den Zeitaspekt, also Nähe und gleichzeitig Ferne, Abstand spürt. Man könnte sagen, das ist aus der Bewegung heraus, also sprich, du bist gereist, du hast dir zeichnend und malend das, was du gesehen hast, was du erfahren hast, angeeignet. Also eine gewisse intuitive Entscheidung. Aber bei 500 oder über 500 Bildern ist ja irgendwann Schluss mit intuitiver Entscheidung. Da gibt es dann wahrscheinlich dann auch eher systematische Entscheidungen, so unter dem Motto, mir fehlen jetzt noch 3 Hände oder so? Ja, das gibt es natürlich. Also am Anfang fing ich halt an mit nichts, klar. Und wo ich gemerkt habe, was das Arbeit macht, da muss man erstmal die nächsten 3 Jahre nicht drüber nachdenken, was man zu tun hat. Da ist schon mal klar, was die Kunstgeschichte zum Beispiel schon mal absteckt, ne? Die großen Maler waren klar, dass die rein müssen, auch große Bildhauer, das sind längst noch nicht alle drin. Ne? Und dann, wo es dann so enger ging, dass es hieß, okay, es gibt da eine Ausstellung, ich weiß das jetzt 4 Jahre ungefähr, da arbeitet man dann schon nochmal anders. Ich hätte trotzdem so gearbeitet, aber vielleicht nicht ganz so in der Geschwindigkeit, ja, und dann kam schon so, dass ich dachte, ja, also ich habe jetzt das und was fehlt da eigentlich, also das ist jetzt natürlich ein schwieriges Unterfangen, eigentlich fehlt alles, wenn ich jetzt durchlaufe, fehlt mir alles noch, gell? Also so, das ist dann auch wieder subjektiv, aber wenn ich jetzt mal erst sage, okay, jetzt mache ich mal den Rahmen mit 500, dann kann ich ja sagen, in der ersten Etappe fehlt mir mal das noch und das,
Wenn ich aufs Ganze gehe, dann muss ich sagen, da fehlt noch wahnsinnig viel. Ne? Dann sehe ich eigentlich nur, was fehlt. Aber davon reden wir jetzt mal nicht, weil das wird immer so sein. Ne? Und das war auch der einzige Vergleich mit der Enzyklopädie, dass ich sage, die ist nie vollständig. Ne? Weniger die inhaltliche. Ne? Und ja, und dann habe ich so gemerkt, gerade gegen Ende dieser, also in Richtung Vorbereitung dieser Ausstellung, habe ich dann bemerkt, wo ich so das durchging, ich musste ja auch für das Buch mal alle nochmal durchgehen, ich habe ja manche schon wieder vergessen, ne? Man wird ja älter dann, ich musste manches schon gar nicht mehr richtig, was ich gemacht habe. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, da gibt es ja zum Beispiel die schreitende Figur in alle Kulturen, in alle Zeiten, in alle Kontinente. Und dann habe ich gesucht, was habe ich noch nicht, gibt es in der Kultur auch Schreitende? Dann fing ich so an. Dann habe ich gemerkt, es gibt die Schreiende mit offenem Mund, ob sie nun Gähne, Schreie oder irgendwas. Sie sehen dann, wenn sie durchgehen, immer mal so kleine Komplexe. Oder hinter ihnen gerade da Mensch und Tier. Dann habe ich gemerkt, ja Mensch und Tier, das weiß man von der Sphinx in Gizeh, ne? Ägypten ist klar, aber plötzlich, ja überall ist das, in jeder Kultur. Dann fing ich an, gucken, wo finde ich was. Was ausdrucksstark ist, dann habe ich die Reihe sozusagen aufgefüllt und so ging es immer weiter. Also es war so, schon jetzt im letzten Jahr war es eine ganz deutliche Systematik, was ich zu tun habe. Es klingt ein bisschen so, dass du tatsächlich in etwas so vorgegangen bist wie Abby Warburg mit seinem Bildatlas, mit seinem Memosyne Bildatlas. Er hatte noch natürlich eine kunsthistorische Perspektive darauf, wollte erklären, wie bestimmte Bildformeln, er nennt das Pathosformeln, aber wenn du vom Schreiten sprichst, vom Schreien und dergleichen, dann sind das in gewisser Weise Dinge, die Abby Warburg als Pathosformeln bezeichnet hat. Er wollte im Prinzip erklären, wie aus der klassischen griechischen Antike bis ins Mittelalter, bis in den Barock hinein, bis ins 19. Jahrhundert hinein bestimmte Elemente einfach immer sich fortentwickeln, also vermutlich anthropologische Konstanten in der Formung, in der Formausprägung von Kunst. Dann gibt es das imaginäre Museum von Malraux, das hat aber weniger damit zu tun, aber da kommt natürlich der Aspekt des multiplen Vergleichens, also sprich, alles kann mit allem verglichen werden, auch auf formaler Ebene, und Malraux schwebte eben vor, ein großes, großes, dickes Buch zu machen mit Schwarz-Weiß-Abbildung. Wie mir auch, ne? Ja, ja. Schwebte mir auch vor. Ich meine, interessant ist aber, dass eben er sagte, Schwarz-Weiß-Abbildung, das bringt das auch alles auf ein Level. Ne, so. Also macht es sozusagen erstmal formal gleich und dann lässt sich es besser vergleichen. Müssen nicht diese Vergleiche aus der heutigen Perspektive, die wir da gesehen haben, die diese Kunsthistoriker angestellt haben oder der Schriftsteller in dem Falle, müssen die nicht immer hinken oder führen die uns wirklich weiter? Also führen die uns aufs Glatteis, dass wir denken, wow, das ist ja ähnlich, also muss das vielleicht auch einen ähnlichen Hintergrund haben, ein ähnliches Ausdrucksbedürfnis haben. Ich frage das deswegen, weil du deine Ausstellung Wer wir sind nennst. Das heißt, die Frage führt ja vom Formalen zurück, die Frage führst du selbst zurück auf unsere Lebensform, auf unsere Identität, genau. Ja, ja, also ich will es mal so sagen, dieses imaginäre Museum von Malraux kannte ich gar nicht, obwohl ich das Lexikon, das 38- oder 42-bändige Lexikon von Malraux hatte ich, und ich habe mal gelesen, imaginäres Museum von Malraux, und dachte blödsinnigerweise, das sei das Lexikon. Erst die Frau Herda vom Museum hat gesagt, nein, das gibt ja, das ist ja eine ganz eigene Geschichte. Also das kannte ich gar nicht. Dann die Memosyne von Warburg, die habe ich so am Anfang auch noch nicht gekannt, aber so nach 2 Jahren habe ich mir mal das Buch gekauft, und es geht halt schon stark nach Inhalt, was bei mir gar nicht so, also Form schon, aber Form, Inhalt schon wieder nimmer eigentlich, ne? Und klar, das Ikonografische quasi, ne? Ja, das Ikonografische, genau. Und das war jetzt bei mir nicht so eigentlich im Vordergrund, ne? Trotzdem berührt es natürlich das, ne? Es war für mich auch eine gewisse Bestätigung, wo ich im Nachhinein so das so nach 2 Jahren mal entdeckt habt, oh, da ist schon mal jemand dran gewesen, auf ganz andere Art. Ne? Und die abschließende Frage von dir war jetzt ja,
ob da nicht eine Gefahr auch drin ist, dass man dann zu eng schon wieder, und die ist natürlich drin, und deswegen will ich eigentlich ja auch weder auf Malraux aufspringen, noch auf diese Mnemosyne aufspringen, sondern will mehr über diese Intensität, ne? Und die Vergleichbarkeit ist zum Teil da, und dann brich ich sie wieder ab. Dann muss man wieder richtig rumlaufen und selber gucken, wo es weitergeht oder nicht weitergeht. Also das ist mir dann auch wieder zu eng. Dafür bin ich auch kein Kunsthistoriker oder so. Das ist eine andere Arbeit. Ne? Aber die Gefahr sehe ich auch drin, die vielleicht auch bei Warburg so war, dass es dann nur noch ums Ikonografische geht und ein bisschen den Kunstkontext verlässt. Aber er war ja auch kein Maler. Ne? Das ist ein Unterschied. Ja. Intensität ist ein schönes Stichwort. Also du hast dich geschickt aus der Falle befreit, klar. Es geht um die Intensität, natürlich. Was wir hier sehen, sind natürlich keine Reproduktionen. Die haben nicht mal den Anschein von Reproduktionen. Ich meine, du hast sie auf eine sehr spezielle Art und Weise freigestellt. Du hast sozusagen in jeder dieser Arbeiten auch die Zuständigkeit, die materielle Zuständigkeit thematisiert, also den Papiergrund mit dieser typischen Büttenkante jedes Mal zu zeigen. Da ist man sofort informiert, hier geht es nicht um eine Reproduktion, sondern hier geht es um Haptik, hier geht es um spezielle Stofflichkeit und dergleichen. Intensität ist aber tatsächlich bei dir ja ein Begriff, mit dem du kontinuierlich gearbeitet hast als Künstler, der in gewisser Weise sogar eine Art durchziehende Motivation von dir ist, nämlich eine visuelle Intensität zu erreichen, die nur in dieser Art, sprich Ölmalerei, entweder pastos oder lasierend, oder in der Art der Aquarellmalerei zu erreichen ist. Kannst du diesen Begriff, diese Motivation, Intensität zu steigern, noch weiter erklären? Also am Anfang hast du von dem Speicherbegriff mal einen kurzen Abriss gemacht, das führt in den Begriff eigentlich wieder rein. Für mich wäre ein idealer Speicher, wenn ich jetzt einfach die Augen zumache und alles drauf hätte, alles, ich ziehe es nur raus und da ist es, ja. Das wäre das absolute Gedächtnis, und zwar nicht nur meins von meinen paar Jährchen, sondern von allem, vom Urknall an sozusagen, bis in die Zukunft. Und ich meine keine esoterische irgendwie irgendwas, sondern ich meine das ganz, Hirnforschung bringt ja auch manche Sachen zutage. Ich bin jetzt da kein Apostel und halte es auch manchmal für übertrieben, aber natürlich sind da mehr Sachen vergraben, wie man bisher dachte, oder noch vor 40 Jahren dachte man, das Gehirn ist was ganz Statisches, das wird irgendwann ausgebildet und fini, und dann passiert dann nichts mehr mit, das ist ja auch Schnee von gestern. Also da ist mehr drin, wie man meint, aber das Gehirn ist vielleicht auch nur das Instrument, so wie mein Pinsel oder so. Das einfach imaginative Idee habe ich vom Speicher, ich müsste einfach nur rausgreifen, ist alles da, von morgen und von gestern. Und das ist für mich auch kein Projekt von gestern. Deswegen sind die Lebenden mit drin. Also wenn ich jetzt einfach zwei Lebende reinsetze, also eben jetzt den Griechen hatte ich ja schon, da sind noch ein paar, sehen Sie vielleicht schon, ein paar Lebende sind drin, und die sind genauso mit den Lasuren behandelt wie die Gestorbenen oder sagen wir eben die Kunstartefakte. Die sind mit den Lasuren überzogen, und deswegen kann ich so ein lebendes Porträt neben einen Tonkopf stellen und keinem fällt es gleich auf. Vielleicht im zweiten Blick, ja, das Gesicht kann nicht von vor 3000 Jahren sein oder so, wie es geformt ist, also Form. Ja. Also ist es kein rückwärtsgewandtes Projekt von mir. Also geht es um diese Intensität, diese Speicheridee, dass alles zur gleichen Zeit da ist, intensiv und präsent im Moment. Und das war eigentlich dann letztlich auch das Projekt, dass ich denke, man läuft einfach hier durch Jahrtausende durch, sieht, wie Menschen auf Menschen geguckt haben. Denn das sind ja alles Zeugnisse von Menschen. Ja? Menschen haben so auf Menschen geguckt. Und das ist so eine eben Speicheridee, so diese Präsenz, wenn ich einfach jetzt da durchlaufe. Ich habe Ungleichzeitiges gleichzeitig dann. So. Das wäre eigentlich ein Wunsch von allen Ethnologen. Wenn ich einen Ethnologen sage, er hat drei Wünsche frei, dann wünscht er sich eine Zeitreise und dann nochmal eine Zeitreise und dann wieder eine Zeitreise. Und er möchte das, was Herbert gerade gesagt hat, alles gleichzeitig abrufbar haben, alles gleichzeitig sehen.
Es gibt tatsächlich Indianersprachen, in denen es eine Zeitstufe gibt, also für Verben, ein Tempus, was Allgegenwärtigkeit bedeutet. Nicht etwa eine lokalisierbare oder festzumachende, in einem chronologischen Ablauf festzumachende Zeitstufe, sondern Allgegenwärtigkeit. Schamanen reden oft so. Ich will jetzt nicht sagen, dass du einer bist, aber du hast etwas gemacht, was Schamanen auch tun. Wesen und Zeiten und Identitäten zusammengebracht, die andere nicht zusammen sehen können. Einfach mit einem gewaltigen Aufwand. Das heißt, die intensivieren sich gegenseitig, dadurch, dass sie alle gleichzeitig da sind. Nicht das hier ist eine Intensivierung, klar, es ist eine Auswahl und es ist eine bewusste, ein Ausschnitt, den ich dann intensiver oder genauer anschauen kann oder mit dem er sich genauer auseinandergesetzt hat, aber sie steigern sich alle gegenseitig, die Bilder. Und das ist eine schamanische Vorgehensweise. Dann machen wir demnächst ein paar Rauchfähnchen noch dazu. Ja, gerne, gerne, ja. Vielleicht nur das Stichwort Schamane ist gefallen. Mir fällt ein in dem Zusammenhang das Stichwort Wunderkammer. In gewisser Weise gibt es hier einen universalistischen Blick, also zumindest die Attitüde eines universalistischen Blickes, Dinge zu vergleichen. Ich meine, nicht nur, weil ich da hinten nicht nur Artificalia, sondern eine Naturalie sehe, also dieser Käfer, der da neben der Malangan-Maske zu sehen ist. Natürlich erstmal sehr schön im Formvergleich, aber sicher eben auch die Idee der Wunderkammer. Also natürlich nicht unbedingt mehr der Anspruch einer universalistischen Welterklärung, aber doch das, was du sagst, nämlich die Möglichkeit durch Unvertrautes, das einfach gegenübergestellt wird und verglichen wird, eine andere Intensität des Erlebens herzustellen. Ja, das ist super. Das ist eigentlich schön. Das ist mir fast schon ein bisschen zu emotional, das Wort. Aber du hast natürlich recht. Ich muss selber sagen, für mich ist es auch eine Wunderkammer, wenn ich dann plötzlich gemalt habe und merkt habe, ah, super, das kommt jetzt daher oder so. Ja, es war wirklich so, das haut dann schon hin. Und auch was zu entdecken, oh, das muss ich unbedingt malen und das auch. Ne? Am Schluss habe ich dann jetzt in den letzten Monaten einfach Massenbücher von der Wohnung ins Atelier getragen, wo überall, ich glaube in jeder dritten Seite war was drin, wo ich, das muss ich noch machen und das hat sich dann Gott sei Dank beruhigt. Ne? Aber das ist schon so ein bisschen eben Wunder. Kammer, ja, das stimmt, das ist das Wort. Ja. Noch ein Schlusswort. Der Schriftsteller Arno Schmidt hat mal gesagt, es ist schon sehr traurig, dass heutzutage jeder Künstler zu seinem Können auch noch eine völlig überflüssige Theorie hinzu erfinden muss. Ich glaube, in diesem Fall sind wir für das Theoretisieren sehr dankbar und ich habe auch was davon gelernt. Ja, ich danke. Obwohl ich das gern mache, aber okay. Ja, ich glaube, Sie können erst mal klatschen, klar. Und das soll es aber nicht gewesen sein, sondern tatsächlich wollen wir die Gelegenheit noch geben, die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Also zwei dieser Mikros sind mobil. Das heißt, Sie haben jetzt die Gelegenheit, einfach noch Ihre eigenen Eindrücke uns mitzuteilen, Fragen zu stellen. Die Gelegenheit ist sicher nicht einmalig. Also Herr Mayer läuft ja öfter durch Freiburg, habe ich mir sagen lassen, und lässt sich ansprechen. Aber jetzt haben Sie die Gelegenheit. Ja, ich habe eigentlich zwei Fragen. Das eine hat mich beschäftigt, Thema Selbstporträt. Also, wenn ich es nicht übersehen habe, haben Sie keines gemalt? Doch? Wo ist es? Ah, gut, dann nehme ich das zurück und gehe es gleich betrachten. Und dann hat mich noch beschäftigt, ich habe viel mit Jugendlichen zu tun zurzeit und der gegenwärtige Altersdurchschnitt auf der Welt ist ja deutlich niedriger als in den Bildern. Also,
wenn die für das, was sie jetzt gerade gestalten wollen oder demnächst müssen auf der Welt, zurückgreifen wollen auf diese Fähigkeiten, die in diesen alten Personen gereift sind, dann müssen sie Wege gehen, vielleicht über solche Bilder. Aber erstmal, wenn ein Außerirdischer käme und er würde den Altersdurchschnitt vergleichen von der Weltbevölkerung und diesen Bildern, dann würde da was auseinandergehen. Ich weiß nicht, über den Gedanken bin ich nicht hinausgekommen, aber es hat mich die ganze Zeit beschäftigt, während ich durch diese Ausstellung gegangen bin. Vielleicht können Sie da was fortsetzen. Also zu wenig Jugend drin. Nicht nur zu wenig Jugend drin. Das war es jetzt nicht nur. Mhm. Wollen Sie es dann definieren, wenn es nicht Jugend und Alter ist, ja, und vom Alter reden? Eben was da drin angesammelt ist in diesen Bildern, ja, wie ist die Brücke zu dem Gegenwärtigen? Ich weiß nicht. Also ich habe ja schon einige, gerade unter den Lebenden, die schon jünger sind, deutlich jünger wie ich. Mädchen ist auch drin, Farnese-Junge ist drin. Also auf 10 bis 15 käme ich schon. Jetzt sagen Sie, das ist nicht viel, aber ich komme ja auch in der Renaissance vielleicht nur auf 15 und dann komme ich von Ozeanien auch nur auf 15. Also ich habe versucht, so einigermaßen abzuwägen die Kulturen. Ich habe jetzt nicht von der Renaissance 50 drin und von Ozeanien habe ich nur 10 drin. So, also da sind schon auch Junge drin, auch Mädchen drin. Trotzdem spielt es für mich gar nicht so wirklich eine Rolle, ne? Also ob jetzt jemand alt oder jung ist oder so, kann ich gar nicht jetzt was spezifisch dazu sagen, spielt für mich keine Rolle. Habe ich aber schon geguckt, dass ich auch Junge drin habe, auch Kinder, ne? Das schon wieder, aber dann mehr so eben, um Kinder abzudecken, zu sagen, das fehlt noch oder so, ne? Aber dann jetzt nicht halt 20 oder so, ne? Sondern, also dann haben wir die Frage noch nicht verstanden. Ja, ja. Nein, das war nicht eine Kritik an der Auswahl, sondern wie, wo ist das Äquivalent zu dem Reichtum des Gereiften in diesen Persönlichkeiten, in dem, was gegenwärtig gelebt wird, wie übersetzt sich das? Ach so meinst du es, gar nicht, ja, als Person. Nein, nicht als Person. Das ist schon eine Kritik an unsere Reproduktionsgesellschaft. Zum Beispiel mal, also mal, da könnte man jetzt vielleicht viele Sachen dazu sagen, aber ein Punkt wäre für mich jetzt schon mal die Kritik an den schnellen Bildern, die unsere Gesellschaft ja ausmacht, diese Reproduktionsgesellschaft, diese schnellen Bilder über Internet, Snapchat und wie es alles heißt. Ich habe immer noch kein Handy, was aber keine Ablehnung ist, aber es ist mir einfach nicht irgendwie... Also da ist schon, ich habe dir eine SMS geschickt, jetzt weiß ich, warum. Bitte? Ich keine Antwort bekomme. Ich habe dir eine SMS schicken wollen. Ich dachte, WhatsApp hat er nicht, aber SMS, davon bin ich ausgegangen. Aber es kam keine Reaktion und jetzt weiß ich es, warum. Aha. Ist das einigermaßen... Das ist die Richtung. Das ist die Richtung, da könnten wir weitermachen. Ja, ja. Herr Mayer, Sie erzählten ja, dass Ihre Ausgangssituation so eine Reise nach Mexiko gewesen ist mit diesen kleinen Tonpüppchen. Meine Frage ist, diese Püppchen, die haben ja auch rituellen Charakter, magischen Charakter. Denen ging es ja nicht darum, ein Menschenporträt herzustellen. Wie gehen Sie damit um? Wie kommt das dann in der Sammlung vor, diese Art, also religiöse Komponenten da mit zu transportieren? Nee, das ist mir erstmal gar nicht so wichtig. Also ich sehe das immer über die Form. Also wie Bruno Ilius schon sagte, es sind eigentlich Typen oder so, ne? Eigentlich sind die stilisiert und es sind eigentlich keine Porträts stilisierte, sondern eher, das sind Typenvorgaben. Und da ist ja natürlich die Religion ja auch irgendwo mit drin. Das ist das, was mich interessiert. Und die Religion oder die Mythen, das ist dann wieder, was ich vorher mal gesagt habe, das interessiert mich als Hobby. Also ich sage immer Hobby, wenn ich meine, als Maler ist das erstmal nicht interessant, aber als Mensch so interessiert mich das. Ne? Aber nicht jetzt so, dass mich jetzt das als Maler interessiert. Ne? Da reicht mir das, dass ich sehe, das ist wahnsinnig stark in der
Typisierung, also muss ja die ganze Religion drin sein. Ich habe so Afrikasammlung und dann fiel mir schon auf, bei naturalistischen Sachen kommen die so ziemlich gut hin mit Fälschungen. Wenn die ganz abstrakte Sachen machen, wo der Mund, sagen wir, nur eine Kerbe ist und das Auge nur eine Kerbe, dann kommen die heute nimmer klar. Da hauen sie eine Kerbe rein und das ist dann ein vollkommen dümmliches Gesicht oder irgendwas. Und früher war richtig Ausdruck drin, die Kerbe saß und die Kerbe war nicht zufällig da, wo sie war und die war auch genau so gekerbt, dass das einen richtigen Ausdruck hat. Und wenn sie heute Fälschungen machen, hauen sie halt beim Mund eine Kerbe rein. Das sieht man ziemlich viel, ziemlich schnell, dass man sagt, das ist nicht mehr glaubhaft. Also kommt es ja, diese Kerbe in den früheren Figuren scheint da ja dann schon aus der ganzen Religion oder Sichtweise raus gemacht zu sein. Das ist was ganz anderes, ne? Auch wenn es einfach ist, aber wenn das Messer so fährt, ist sie drin, es muss hinhauen. Und da ist, glaube ich, viel mehr drin gewesen früher. Und da ist eben bei Kopisten heute nichts mehr drin, weil die wollen ja nur einfach das nachmachen. Ne? So. Zu Beginn auch gesagt, dass es vielleicht ein Problem damit gibt, dass diese Gegenstände, die ihr wiedergegeben hat, seine Vorlagen magisch oder religiös oder rituell verwendet gewesen wären. Im Prinzip kann man sagen, dass alle außereuropäische Kunst, alle Ethnokunst einen religiösen Kontext hat und wir das immer berücksichtigen müssen oder gar nicht. Oder wir schauen nur die Form an, was der Herbert gerade erklärt hat. Außerdem kommt der magische oder rituelle Charakter vieler Objekte durch, Entschuldigung, die Museumskuratoren und Museumsdirektoren zustande, wenn sie durch ein Völkerkundemuseum gehen und da steht unter einer Skulptur oder irgendeinem Gegenstand Ritualobjekt, dann wissen sie, dass der Museumskurator nicht wusste, was er da vor sich hat. Davon können sie ausgehen. Und so wird viel zum religiösen oder zum mythischen, mystischen, religiösen oder sonst wie Gegenstand, weil wir nicht genug wissen über diese Kulturen. Damit umzugehen ist natürlich schwierig, wenn man sagt, ich habe hier einen heiligen Gegenstand. Aber es ist noch interessant, der Vergleich, den Sie gerade gebracht haben, zwischen der Präsentation in einem ethnografischen Museum und in einem Kunstmuseum. Mit Ausnahme des Musée des Hommes in Paris, das also eine ausnehmend künstlerische Präsentationsform gewählt hat, haben wir da eher die Präsentationsform der Naturwissenschaften. Das heißt, irgendwelche Dioramen und dann liegt da was drin und dann sind irgendwelche Zettelchen dazugelegt. Eben ist eine sehr spezielle Ästhetik, die Ästhetik der naturwissenschaftlichen Schausammlungen sozusagen. Und am stärksten ist zum Beispiel der Kontrast, wenn diese Museen sehr nahe beieinander liegen. Also zum Beispiel beim Grassi-Museum. Ja, oder beim Grassi-Museum in Leipzig. Ja, da kommt man sozusagen aus der kunsthandwerklichen Abteilung, die auch mit solchen Objekten umgeht. Und da gibt es sozusagen, also ich würde sagen, da wird die Magie eines Objektes geradezu mit Licht, mit Inszenierungstechniken hervorgehoben. Man steht vor so einer Vitrine und denkt, boah, ja, das ist doch magisch. Und dann kommt man wenige Meter später in das ethnologische Museum, das ethnografische Museum, was da anschließt und denkt, oh Gott, könnte das nicht mal einen Ausstellungsdesigner beschäftigen? Das ist aber eine Ausnahme. Also wenn Sie durch die deutschen Völkerkundemuseen gehen, und ich kenne zufällig alle, also nicht zufällig, aber ich kenne alle, die werden alle zu Kunstmuseen und die versuchen alle, ihre Objekte so zu sehen, wie der Herbert das hier tut. Die versuchen es. Also ist das jetzt als Kunst. Ja, also wenn Sie das Musée de l'Homme erwähnen, dann müssen Sie auch Quai Branly erwähnen. Ja. Das sind größere Gegensätze, gibt es gar nicht. Mhm. Das ist das Naturwissenschaftliche und das rein Künstlerische. Wobei Quai Branly mehr Ethnologen, Wissenschaftler beschäftigt als alle deutschen Völkerkundemuseen zusammen. Die wissen also, was sie da haben. Die wissen, wenn sie hinschreiben, Ritualgegenstand oder Kunstobjekt. Aber die Tendenz geht dahin, oder die Designer der ethnologischen Ausstellungen möchten eigentlich so etwas, wie Herbert hier geleistet hat. Gut, dann wäre doch die nächste Ausstellungsstation klargemacht, oder? Ich meine, diese Ausstellung hier, die komplette Sammlung, gehört eigentlich nach Berlin ins Humboldt-Forum. Das ist genau das Prinzip, was das Humboldt-Forum gerne möchte. Die Kulturen dieser Welt gleichwertig präsentieren und gerecht darstellen. Ich finde, das ist Herbert gelungen aus anderen Gründen, aber es ist ihm gelungen. Ja, das hat meinen Beifall. Ja.
das war eben ein sehr schöner Schlusspunkt. Wenn es jetzt nicht noch eine ganz dringende Frage gibt, dann würde ich sagen, wir beenden es hiermit. Die drei stehen hier sicherlich noch zur Verfügung und wir bewegen uns alle noch in den Ausstellungsräumen. Also es gibt auch noch Möglichkeiten, ihn anzusprechen. Vielen Dank.